Oh, in die Nüsse geschossen. Hey Kinders, was geht bei euch ab? Willkommen. Bin der Feind auf einmal. Zum heutigen Video. Denkt dran, heute Abend 19 Uhr... um 19.30 Uhr findet das Knife-Giveaway statt. Seid alle am Start, live. Live. Twitch, oh fuck. Gunmaster, keine Granaten, ich brech zusammen, ey. Ich meine, klar, es heißt Gunmaster, ist in Ordnung. Also hier nochmal für alle zum Mitschreiben. Na also, um 19.30 Uhr heute Abend auf Twitch, der Link ist in der Videobeschreibung. Aha. Findet... Oh, er hat noch einen Mate da hinten stehen. Findet der Livestream statt, in dem das Knife-Giveaway geschehen wird. Wenn du also auch eine Chance haben möchtest, das Knife zu gewinnen, dann komm ran. Komm heute Abend gerade mal ran. Das ist die letzte Chance. Dann werden die Stimmen ausgezählt und die Gewinner festgestellt. Ach komm, hör doch auf, mich zu schießen. Ich bin doch nur ein kleiner Ingenieur, der hier den Zaun repariert, Bitch. Für alle, die sich jetzt fragen, was spielst du heute Abend im Livestream? Also jetzt die ganz, ganz Neuen unter euch. Ich spiele Counter-Strike und PUBG. Und streame jeden Dienstag und jeden Donnerstag ab 19.30 Uhr. Dienstags wird immer nur CSGO gespielt und donnerstags eben halt eben... Hallo? Halt eben auch PUBG. Okay, hab ich. Gut. Ich will einfach hoch, ich will rein, ich werde doch schon wieder beschossen. Ah! Fuck. Oh Gott, überall Feinde. Oh. Von der Arschlochplatz hier. Komm, ich geh schnell darüber. Und donnerstags eben auch mal andere Spiele. Meistens immer erstmal eine Runde CSGO. Und dann entweder in CSGO ein Fear-Game oder halt einfach in irgendeinem Spiel, das ausgesucht wird. Hört auf, hinter mir zu spawnen. Das ist ja krasser wie ein COD, Mann. Die ganzen Battlefield-Fanboys hassen COD dafür, dass es so unübersichtlich ist. Also nicht vom Level her, ganz klar. Battlefield ist leveltechnisch gerade bei den großen Conquest-Maps ja auch richtig eklig. Und die Leute können auch von hinten kommen. Aber in diesem kleinen... Oh Gott. In diesem kleinen Bereich, ja, da ist doch Kacke, wenn die hinter dir spawnen. So wie bei COD. Das ist ja immer das, was so negativ ist. Die Leute können überall spawnen, in dir drin, lack und hin und her. Klar, natürlich muss man dazu sagen, wer COD wirklich spielt und sich auskennt, der weiß auch, wo die Spawns sind und spürt, wann der Spawn-Flip ist und kann dann ungefähr wissen, wer die Leute kommen. Das ist ja ähnlich wie bei PUBG. Da gibt es auch viele, die sagen, das ist ja nur Luck. Aber wenn man das wirklich spielen kann oder oft spielt, ja, dann weiß man auch, wo sich die Leute so rumtreiben, nicht wo sie spawnen und hin und her. Ich meine, gut, man sieht ja, wo lang das Flugzeug fliegt, also weiß man auch, wo wahrscheinlich die Leute sind. Alleine schon, wo man sich gut rumdrücken kann, wo man was findet, wann bei dir im Rücken eher niemand ist und so weiter und so fort. Aha! Krass, Mann! Da steht einfach ultra frech. Vielen ist Battlefield ja auch einfach zu groß. Also tatsächlich zu groß. Da hört man dann so Kommentare oder Argumente wie, da ist einfach zu viel. Riesige Maps, Autos, so viele Möglichkeiten. Für manche ist es einfach, die wollen das nicht, ja. Die stehen dann eher auf die kompakteren Sachen, wie jetzt so ein COD, wo du so gemütlich auf einer Map rumjumpst oder auch CSGO. Wobei ich bei CSGO, wenn ich davon kompakt spreche, eher von der Anzahl oder Vielzahl der Fahrzeuge spreche, die ja gar nicht vorhanden sind. Klar, natürlich ist oder sind die meisten Spiele so für sich extrem komplex, wenn man an die ganzen Taktiken denkt. Wir hatten ja schon das Gespräch, was ist komplexer, Dota oder CSGO, wo ist es schwieriger, durch die Low-Elo-Hölle zu kommen. Mann, die spawnen aber auch scheinbar so, dass sie einfach immer in dem Haus rumchillen können. Ich will auch in das Scheißhaus rein. Ich habe ja vor kurzem wieder so ein bisschen mit Battlefield angefangen im Livestream, weil ich mir halt dachte, ich kann doch nicht immer das Gleiche machen. Und da ist so eine Runde Buddlefooled für zwischendurch. Natürlich der Hammer. Ich mache ja auch öfter mal, ja, so Indie-Games und so Zeug, aber Indie-Games sind halt auch jetzt nicht die Erfüllung von allem, ja. Die sind ja auch, wie wir sie alle eben kennen, eher so klein, kompakt. Fuck, nein. Ja. Yeah. Ja, guck mal, er spawnt neben mir. Das Beste, was ich hier jemals bei Gunmaster erreicht habe, war, dass ich 4 Plätze vor ganz rechts war. Da unten seht ihr ja, ne, in dieser Übersicht, wo ich gerade bin und wie die anderen so verteilt sind. Und ich war da, wo die 3 gerade sind. Das war mein bester Platz bis jetzt, da rechts. Nein. Wo? Ah, fuck. Ich bin doch nicht mehr in der Liste drin. Peinlich. Doch, da bin ich. Guck mal hier, 21 Kills, es geht. Ich bin aber auch eingestiegen, als die Runde eigentlich schon so praktisch zu Ende war. Und deswegen mache ich noch einen kleinen Versuch auf den ersten Platz. Leute, was... Chillt doch mal. Krass, wie sie mich anfassen. Unangenehm. Oh, shit. Weg. Oh, nein. Oder auch nicht. Ach, komm. Also, was ist denn das hier für ein Timelag gerade? Das ist ja schlimmer wie in CSGO. Naja, komm, da muss ich sie jetzt halt in den Boden drücken, was soll's. Komm, ich heute Abend schon extrem auf PUBG. Also, das ist nach wie vor mein absolutes Lieblingsspiel im Moment. Das ist einfach der... Hammer. Aha. So, jetzt hörst du aber auf, mich zu killen, Drecksack. Oder oben hockt auch einer. Schade, Mann. Dem eben hätte ich einen Headshot drücken müssen. Das war schwach, dass ich das nicht hinbekommen habe. Ha! Alter, wie viele das sind? Die sehen uns gar nicht. Ich will auch mal so eine Situation haben, wo irgendwie 100 Feinde vor mir stehen, die nicht raffen, dass ich's bin. So. Oh, shit, Mann. Er hat mich nicht bemerkt. Den hol ich mir. Ist meiner. Oh, fuck. Ist meiner. Der kniet da echt. Er wartet einfach. Wuzi! Also ich bin jetzt fast ganz oben mit dabei. Schon mal nicht schlecht. Hockt da einer? Hey, da ist ein Feind! Was macht der hier?
Noch gelegt. Huh, damit habe ich nicht gerechnet. Oh, 17 HP. Ultra weak. Oh nein, der wartet. Haha, scheiße. Jawohl, der erste ist nur noch ein Kill von mir entfernt. Hier könnte ich es vielleicht echt mal packen. Ich bin hier noch nie erster geworden. Nein, 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 nein. Oh, oh shit. Ja, nein, jawohl. Okay, warte, ich gehe schon hier hoch. Go, 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 go. I can't believe it, dude. Oh, inhuman erections. Leute. Den habe ich... Oh, noch einen genutzt. Nein, komm. Uhu. Okay, okay, ich lebe noch, ich lebe noch. Krass, unfassbar irgendwie gerade. Ah, neben mir ist einer, geil, Mann. Hier sind voll viele Mates jetzt. Was ist hier los? Verändert sich jetzt gerade der Spawn oder was? Okay, da ist. Sehr gut, dankeschön, ich weiß. Oh yeah. Ha, stehen geblieben. Oh, jetzt läuft's aber gerade. Okay, okay, okay. Nein! Diese scheiß Camper, wo ist die schon wieder? Der war doch in dem gleichen Haus gesessen vorhin. Wie viele Kills hat der? Hoffentlich gar keiner, weil dein dreckiges Camperschwein ist. 9. Naja. Mann, jetzt hat er mich ultra vom Killing Spree runtergebracht. Ich war kurz vorm Ace. Ich hab's gespürt. Das sind die mit dem Winzlingsgenital. Ja. Schon wieder ein Assist. Leck mich doch am Arsch, ey. Da ist er wieder. Meiner, meiner. Moins. Moins. Oh Gott, der haut mich. Irgendwie unverschämt. Oh, fuck, noch einer. Sofort weg, ne? Oh! In die Nüsse geschossen. Ich hab grad nicht mit dem Rückstoß gerechnet. Ich komme trotzdem nicht an den ersten dran. Da ist immer so ein Ding vor mir. Ja! Weggeholt. Okay, wartet, wartet. Achtung. Jetzt wird's raffiniert. Das bin ich nicht mehr der kämpfende Sack. Oh, ich bin ganz an. Ich bin nicht ganz vorne dabei. Der eine ist schon immer noch weiter als ich. Das gibt's doch gar nicht. Was ist denn das? Eine Kappe oder was? Da ist einer. Juhu! Ich kenne die Pistolen hier gar nicht. Es läuft gerade, Leute. Es läuft gerade ultra. Bin erster mit dem anderen zusammen. Und Battle Pack. Auch gut, auch gut. Ligge. Da ist er. Oh mein Gott, wie ich ihm noch die Headshots gedrückt habe. Gott, Leute, jetzt läuft's. Aber ich bin der Erste. Ich muss einen Live-Kill machen. Oh Gott, das habe ich noch nie gehabt. Noch nie. Nein. Komm, komm. Nein, verpiss dich. Nein. Dieser Dreckbock. Egal, immerhin war es, glaube ich, mein Team. Also, es läuft schon mal. Oh, das war intens. Das war richtig intens. Holla die Waldfee. Also, wir sehen uns dann gleich um 19:30 Uhr im Livestream. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut. Ciao, ciao.